Weapon Rack ist R. Haben wir noch keins. Schade. Dass mal unsere Trainingshalle fertig wird. Military. Create Squad Appointment. No Uniform. Ups, das wollte ich nicht. Disband Squad. Create Squad. Expo, Expo, Expo General. Kompetent Marksdorf. Okay, das sind alles Marksdorfs. Mal kurz gucken, wie viele Crossbows habe ich eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Crossbows. Werden die alle zurzeit gelagert? Ein Crossbow, 4 Crossbows. Nein, ein Jäger ist, glaube ich, mit einem unterwegs. Also brauche ich noch mindestens einen Crossbow für das Militär. Ja, aber kein Bone Crossbow. Einen Wooden Crossbow, so. Holz haben wir ja noch einigermaßen genug. Was sagt das Essen und das Trinken? Trinken sagt, es geht langsam zur Neige. Deswegen bitte brau mal was. Was liegt hier rum? Plump-Helmet Spawns. Warum liegen die da rum, bitteschön? Und die Weapon Racks sind fertig. Building Rack. So. Was sagt der Job Manager? Cages werden gemacht, Tröne. Und alles andere wird auch hergestellt. Okay. So, die Brücke steht und müsste auch gelinkt sein, hoffe ich mal. Das probieren wir jetzt mal kurz aus, noch schnell. Lever. Pull Lever, so. Mechanics Cancel Store in Stockpile. Drop of Inaccessible. Ach so, habe ich die... Das Tor zu, die Brücke zugemacht. Ja, gut. Add Task, Pull Lever. So, weil jetzt kommt hier Feintuning ins Spiel. Remove Upstairs Ramps. Müssen hier removed werden. Hier unten. Entschuldigung. Hier removed werden, so. Bitte die Pause mal wegmachen und bitte den Hebel wieder betätigen, dass die Brücke rausfährt. Sehr schön. Okay. Als nächstes brauche ich hier, jetzt wo die Racks stehen, Barracks Armory. Und zwar auf die maximale Größe eine Baracke. So. Gut. Und dort trainieren die hier, haben ihr Squad Equipment und ihr individuelles Equipment. Schlafen tun sie dort nicht. Position, okay. Und hier sollte ich auch mal noch sagen, dass sie hier trainieren dürfen und hier trainieren dürfen. So. Jetzt muss ich dem Squad hier noch ein Schedule geben. Equipment Alerts. Active Training. Positions. So, jetzt muss ich denen hier noch ein Schedule geben, genau. Und zwar sollen sie abwechselnd 3 Monate trainieren.
und 3 Monate nichts tun. So, 3, 3, so. Jetzt kann ich unter Squads die Jungs auswählen und ihnen sagen, sie sollen trainieren gehen. Sie sind jetzt aktiv, sie gehen jetzt trainieren. So, und jetzt müssten die Expo-Leute, genau, Individual Combat Drill und Wasting und so weiter machen. Sehr schön, ist das schon mal geklärt. Gut, als nächstes müssen wir auch ein paar Verteidigungslinien bauen, dass sie sich, dass wir uns auch wehren können. So, aber erst einmal habe ich noch eine Designation, nämlich nochmal channeln hier runter. So. Dann kümmern wir uns darum, dass die Verteidigung besser gemacht wird. Nämlich hier in dem Bereich und hier rum. In dem Bereich werden wir einfach hier Käfigfallen hinstellen. Und hier um die Käfigfallen herum einen Umgang machen. Oder ne, ja doch, machen wir es so. Mit einer Brücke, so dass die Goblins, wenn sie kommen, hier durch die Käfigfallen laufen müssen, wenn wir sie denn mal durchlassen. So, hier wurde gut gechannelt. Designations Z Roof. So, hier die Rampen noch removen und dann dürfte das gut sein. Another dwarf has got an idea. Best get the dogs out and assign it to him, in case he goes mad. Und wir haben wieder einen Zwerg. Ja, und mein Woodcrafter hat gerade eben einen Workshop geclaimed. Und wir brauchen mal wieder Barrels. Merke ich gerade. Wurden Barrel. Obwohl, wir können auch Dings Stone. Ach ne, machen wir erstmal wieder Wooden Barrel. Wooden Barrel, 20 Stück. So. Gut. Okay, unser... Braucht hier was? Nein, er arbeitet geheimnisvoll. G. Strange Mood. Hat er damit begonnen, was zu... Ja, er hat damit begonnen, also hat er auch alles. Und er baut es in einem Carpenters Workshop. Ich merke gerade, wir haben Tische und Stühle. Okay, Tische haben wir keine. Ne, raus hier. Wie viele Tische sollen noch gemacht werden? 5. Aber wir können schon mal Building Chairs machen. So, und hier Stühle aufstellen. Dass die Zwerge auch irgendwo sitzen können. Haben wir noch einen Chair? Ja, haben wir. Die Chairs sind irgendwie schneller fertig geworden als die Tische. Wie viele Chairs fehlen denn noch? Einer. Gut. Meine Leute sind beim Trainieren. Was ist mit dir? Wurdest du suspended? Ja, dann gehst du mal wieder auf inaktiv, bitte. Du arbeitest. Okay. Wir brauchen demnächst mal wieder
Warum ist da Blut? Pool of Waft Crypt Flicker, okay, was auch immer da geblutet hat. Was sagen die Pets? Die sagen, wir haben ein Lamm. Gucken wir mal kurz, was könnten wir denn? Kavibor, Jagdkalf, Lamm, Puppy, Donkey Fall. Mal kurz in die Zone gucken. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Ja, toll, er hat ein... ein Pinebin-Artefakt gemacht. Ein Pinebin-Artefakt. This is a Pinebin, also eine Pinienkiste. Höchster Qualität. Es ist mit Pinie dekoriert und mit Eschen, Bänder aus Eschen umrundet. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Of Choose the Prayer of Flowers. Also das hier ist der Name des Gegenstandes, den übersetze ich jetzt aber nicht ins Deutsche. Ein in Feuer gebundenes Buch in Highwood. Okay, krasse Artefakte. Gut. Ich würde mal sagen, mit diesem Artefakt... Also erstmal sind meine Leute wieder beim Trainieren, was ich schön finde. Mit diesem Artefakt verabschieden wir uns erst einmal von dieser Aufnahmesession. In der nächsten Aufnahmesession haben wir ein paar Sachen zu tun. Also erst einmal wollen wir hier die Verteidigung verbessern. Unser Dining Room fertig bauen. Und wir wollen endlich mal das Refuse-Problem lösen hier draußen. Und bevor ich es vergesse, ich wollte eigentlich Ziegen zuweisen. Also erst einmal mache ich die Garbage Dump hier weg. Und guck mal kurz, was ich hier noch alles reinpacken sollte. Stray Dog, Kalf, Kavibor, Reindeer und Lamb, die sollte ich auch mal da reinpacken. Und am besten hätte ich die Zone größer machen sollen. Kann ich sie resizen? Flow, Floor, Flow, Rectangle, Place. Ah ja, ich kann sie... Achso, das ist falsch gewesen. Na gut, beim nächsten Mal einfach muss ich das Paste schon mal größer machen. Während ich mir überlege, was noch so gemacht werden muss. Also auf jeden Fall die Zwerge, die mit der letzten Migrantenwelle gekommen sind, die brauchen auch noch Namen und so. Und mal kurz gucken, was die Küche sagt. Die sagt, wir haben alles Mögliche zur Verbrauung. Aber wir haben mal wieder... Okay, die sind auf den Feldern noch. Die Quarry Bushes. Warum wird nichts mehr gebraut, frage ich mich gerade. Ach so, weil wir keine Barrels mehr haben, natürlich. Doch, hier unten sind welche. Wurden schon welche gemacht? Ja, 6 Stück, okay. Na gut, aber jetzt gibt es erst einmal einen Cut. Bis dann, Leute.